Die Politik wird zur Straße der Ganoven. Wir aber sind uns bewusst. Fliegen die Kugeln bei unseren Nachbarn, so ist dies eine Schande für ganz Europa. Wenn man den Menschen nicht achtet, kann man die Welt nicht verbessern. Jene Politgangster aber begehen noch etwas weiteres Schlimmeres als den politischen Mord. Sie zerstören die Würde des Menschen, sein Vertrauen in den Verstand und sein Rechtsgefühl, die doch eigentlich die Welt tragen sollen. Hast du schon mal etwas derartig Schreckliches, Mörderisches, Unsinniges gesehen, als dass nicht irgendein Intellektueller die Welt damit hätte erneuern wollen? Die Geschichte braucht mehr Menschen, die etwas tun, als Leute, die vorschlagen, was getan werden könnte. Das ganze Unglück des Menschen liegt darin, dass er gezwungen war, zur Menschheit zu werden. Oder dass er es zu spät wurde, als er schon unumstößlich in Völker, Rassen, Glauben, Stände und Klassen differenziert war, in Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Herrschende und Unterworfene. Menschen pflegen nie etwas in Frage zu stellen, das ihnen zu Nutz und Frommen dient, sondern nur das, was ihnen schadet oder sie bedroht. Nichts ist konservativer als menschliche Herrschaft, und der Mensch soll ehrlich sein, selbst zu Tieren. Sagte der Schriftsteller Karel Čapek 1938 in seinem Todesjahr im Alter von 48 Jahren. Von 1909 bis 1915 studierte er Philosophie an der Karls-Universität in Prag, an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin und an der Fakultät der Lettres der Sorbonne in Paris. 1915 promovierte er zum Dr. Phil. Dramatiker und Prosaiker, um das Schicksal der Menschheit besorgter Anti-Utopist, der vor revolutionären Lösungen warnt. Einerseits Analytiker, der bis auf den Grund der Individuen hinabsteigt, andererseits Dichter ihrer Einzigartigkeit. Fesselnder Erzähler, brillanter Stilist und erfindungsreicher Sprachspieler. Unerschrockener und witziger Journalist. Gründungsmitglied und Vorsitzender des tschechischen Pen-Clubs, Mitglied des Ständigen Ausschusses für Literatur und Kunst beim Genfer Völkerbund, 1935 Kandidat für den Vorsitz des internationalen Pen und 1938 für den Literaturnobelpreis nominiert. Karel Čapek und sein Bruder, der Maler, Dichter und Schriftsteller Josef Čapek, er wurde ermordet 1945 in Bergen-Belsen, haben das befreite Theater in Prag von Jaroslav Ješek, Jiří Vockovec oder Wachsmann und Jan Werich geschätzt und oft besucht. In den Jahren von 1928 bis 1938 komponierte Jaroslav Ješek Musik für insgesamt 30 Theatervorstellungen im befreiten Theater, dessen Aufführungen sich gegen Intoleranz, Xenophobie, Rassismus und Antisemitismus richteten und europaweit Beachtung fanden. Eine bissige Politsatire gegen den Nationalsozialismus war das 1934 uraufgeführte Stück Der Henker und der Narr. Die Vorstellungen wurden oft durch nationalsozialistisch gesinnte Theaterbesucher gestört und durch die Nazi-Presse öffentlich angegriffen. Sie hören jetzt das Leitlied dieses Theaterstückes Der Henker und der Narr. Ein alter König herrscht einst weit hinterm Meer, so erzählt die Meer. Niemand fürchtete ihn, er war populär. Man lachte nur sehr. Was immer er tat, man lachte immer mehr. Dem Volk war's recht, nur der König murrte sehr. Zum Henker, ich werd ein Narr, eh ich kapier, wie ich recht regier.
bis dann ein Lama berichtet uns die Fama, den König beriet und zwar ganz lapidar. Hätt er mehr aufs Volk gehört, wüsst er, was das Volk begehrt, Respekt schaffen offenbar. Nur Henker und Narr. Ein Henker muss her, der alle vor Angst zittern macht. Und ein Narr, dem's vorbehalten, dass er ihn verlacht. Und der sichre König tat alles nach des Lamas Rat. Nun herrschten noch viele Jahr König Henker Narr. Verblasst sind heute, sage König Macht. Weit hat man's gebracht. Wo sind die Zeiten, da man nur gelacht und Witze gemacht? Wie sich alles ändert, Jahre gehen wie Wochen. Wir erleben große Kulturepochen. Wen fürchten, wen verspotten, das weiß heut genau wirklich keine Sau. Kam da von irgendwoher dieser Herr, niemand daher, schrie, die Macht sei sein Begehr. Ohne Grenzen. Sprach nicht, sondern schrie nur sehr, was es nicht gab, versprach er, übernahm noch mehr und mehr Machtkompetenzen. Fortan regierte er als König Henker Narr. Und die Lage wurde bald sehr gespannt und bizarr. Narr und Henker, die Fusion, beide zu einer Person, brachte den neuen Typ hervor, den Narr-Diktator. Den Narr-Diktator. Die erfolgreiche Ära von Jaroslav Ješek und des befreiten Theaters endete 1938 mit dem Münchner Abkommen. Das Theater wurde geschlossen. Als Mitarbeiter einer antifaschistischen Bühne emigrierte Jaroslav Ješek am 8. Januar 1939 gemeinsam mit den Autoren Jan Werich und Jiří Waxman in die USA. Der Alltag und die Ausweglosigkeit von Arbeitslosen, verursacht durch die politische Situation des Jahres 1934, spiegelt sich in einem Blues von Waxman, Werich und Ješek wieder aus dem satirischen Theater Vor- und die Kehrseite. Onkel Hunger. Ohne Kopf und ohne Fuß, die Welt ist wie eine Straße. Und noch dazu gestern, Herr, aus der Wohnung rausgeworfen, irre ich herum, der Eintagsfliege gleich. Schlafe ich auf Ziegeln, ein Misthaufen, mein Tisch, staube mich wie ein altes Huhn. Ohne Wohnung, ohne Kleider, hinter mir nur die verwehte Spur. All dieser Jahre, Herr, hinter mir stampfen Schritte, Herr, irren wir ständig auf Fersen. Schaue ich mich um, sehe ich hinter mir nur meine eigene verwehte Spur.
heute da? Wer lässt mich nicht in Ruhe? Er soll verschwinden und mich nicht wecken. Onkel Hunger ist Gast bei mir. Ohne Kopf und ohne Fuß lebe ich wie ein begossenes Huhn. Wer weiß, wie viele Jahre noch her? Vielleicht nur ein paar Schritte krepier ich wie die Eintagsfliege hier. Und geh euch auf der langen, langen, verdammt langen, auswegslosen Lebensstraße hin. Ein Vorwort von Jiri Wachsmann und Jan Werich zur Inszenierung des satirischen Schauspiels Der Esel und sein Schatten aus dem Jahre 1933. Die Satire ist Kritik durch Spott. Ihr Geburtsort und natürlichster Wohnort ist die Stadt Schilda. In allen volkstümlichen und künstlerischen Literaturen erscheint Schilda als verdichtete Karikatur unseres Planeten und seiner Bewohner. Eines der ältesten Schilder ist Lukians griechisches Abdera, die Stadt, in der der Richter unter jenen ausgewählt wurde, die Sinn für Gerechtigkeit hatten, ehrlich waren und über eine schöne Tenorstimme verfügten, weil die Prozesse mit einer Gesangsarie des Richters eröffnet wurden. Da jedoch diese drei Tugenden nur sehr selten gleichzeitig vorkamen, begnügten sich die Abderiten in der Praxis lediglich mit der wichtigsten von ihnen und wählten Richter mit schöner Stimme und musikalischem Gehör, drückten hingegen beim Gerechtigkeitssinn beide Augen zu. Dies ist etwa der Ton, in dem Lukian seine abderitische Anekdote über den Esel und seinen Schatten erzählte. Ein Zahnarzt mietet, um sich auf den Markt zu begeben und dort bei den Krämern seine Honorare einzukassieren, einen Esel und legt sich zu Mittag in dessen Schatten zur Ruhe. Der Besitzer des Esels jedoch fordert einen separaten Betrag als Miete für den Schatten. Der Zahnarzt behauptet, dass das Recht auf den Schatten gebührenfrei sei und der Streitfall gelangt vor einen wankelmütigen Richter, der in kläglicher Abhängigkeit von einem mächtigen Priester steht. Die Advokaten beider Parteien spinnen aus Gewinnsucht ein kompliziertes Netz von Intrigen und schließlich erübrigt sich noch vor der Urteilsverkündung der Prozess unerwartet dadurch von selbst, dass der Esel versehentlich verspeist wurde. Worüber, wie Lukian sagt, die Abderiten herzlich lachten, ohne jedoch gewandelt zu werden. Wir haben also versucht, eine Art Schilder-Abdera neu zu beleben, angesiedelt irgendwo im Grenzgebiet zwischen Nirgends und Niemals, wo sich antike Weisheit und Schönheit auf halben Wege mit zeitgenössischer Dummheit treffen. Auf dem autonomen Territorium ewiger Lächerlichkeit. Die Materialien, mit denen wir gearbeitet haben, sind die gefährliche Wendigkeit, die unmenschliche Rücksichtslosigkeit und, trotz all dem, die absolute Ratlosigkeit der rationalistischen Zivilisation, die schwächliche Blindheit und verräterische Feigheit des Pseudosozialismus und die gesunde Vitalität des wirklichen Volkes. In den Jahren von 1928 bis 1938 schrieben die Autoren Wachsmann und Werich im Befreiten Theater Prag 30 satirische Theaterstücke, die sich gegen Intoleranz, Xenophobie, Rassismus und Antisemitismus richteten. Wie gesagt, 1938 wurde das Theater geschlossen. Jeschek, Werich und Woskowitz emigrierten in die USA. Eine Aufforderung zum Fliehen hörte sich im Befreiten Theater sehr poetisch an. Ein Slow Fox aus dem satirischen Schauspiel Der Henker und der Narr mit dem Titel
Wache auf, wird morgen. Wenn ich in dein Herz schaue, an deinem Fenster singe, jede Nacht die gleichen Lieder wieder. Die Serenade sing ich, vergeblich schau ich ins Fenster. Bis ich zu Ende singe, verblassen Sterne morgen. Wache auf, wird's morgen. Vertreibt den kalten Traum, kommt der Tag, wird's warm. Es ist Zeit zum Weitergehen. Sternenblass am Morgen. Hör auf meinen Gesang, bald ist es soweit, falls du fliehen willst mit mir. Weile, noch eine kleine Weile, der Tag mit seinem. Morgen, im Osten ist schon Morgen. Jeder Tag, der kommt, vergeht uns wie ein Traum, wenn du fliehen willst mit mir. Die satirischen Theaterstücke von Wachsmann, Werich und Jeschek wie Der Henker und der Narr, Cäsar, Welt hinter Gittern oder Der Esel und sein Schatten richteten sich, wie gesagt, gegen Xenophobie, Rassismus und Antisemitismus. Die Liedtexte haben das damalige Zeitgeschehen, Arroganz und Unfähigkeit von Politikern, Protektionismus, Korruption und Mitläufertum angeprangert. Hören Sie die folgende Szene zur politischen Lage in Europa. Es begegnen sich zufällig Bürgerinnen und Bürger von Rom, Papulino und Glorizina. Ach, Verzeihung, Verehrteste? Ja? Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Nee. Nein. Haben wir uns wirklich noch nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Pflegen Sie nicht im Adlon Ihr zweites Frühstück einzunehmen? Ich nein, keinesfalls. Oder beim Pferderennen? Nein, glaube ich nicht. Na jetzt, obwohl, jetzt kommen Sie mir auch bekannt vor. Diese Stimme, diese Gesten. Nur die Eleganz verwirrt mich. Also diese Visage. Hab ich dieses Gesicht schon mal gesehen?
ob wir uns nicht in einem früheren Leben begegnet sind. Ach, sind Sie auch eine wandernde Seele? Ja! Auch ich bin eine wandernde Seele. Also jetzt, wenn ich Sie richtig anschaue, diese Visage und dieser eindeutig plebejische Ausdruck. Plebejisch! Ja. Glorizina! Papulina! Sie sind's, sagen Sie mir doch. Was ist denn damals mit Ihnen passiert? Im Jahre 44? Nachdem ich den Tempel verließ, habe ich Sie nie wiedergesehen. Ja, auch ich habe vergeblich nach Ihnen gesucht. Und dann habe ich mich verirrt. Ach, so war das. Ja, später habe ich ein sehr hohes Alter erreicht. Volle 118 Jahre. Ach na, was, wirklich? Ja, ich erlebte die Regierung des Tiberius und die erste Christenbewegung. Oh. Ich hab's mitbegründet. Nein, wirklich? Ja, wir lebten ständig auf der Flucht und in den Katakomben. Nein, wie spannend. Ja, dann machte ich ein paar Fehler und ja, eines Tages, als ich dann einen Fisch in den Sand am Strand zeichnete. Was, einen Fisch? Naja, das habe ich öfter gemacht damals. Naja, das war jedenfalls so, es kam ein Prätorianer in Zivil und fragte, was ich da so zeichne. Ja, dann was sagten Sie? Na, ich sagte, das könnte dir so passen, zu erfahren, dass das unser geheimes Christenzeichen ist, das ich in den Sand male. Ich wusste es! Ja. Naja, daraus hat er irgendwie geschlossen, dass ich Christ bin. Und kerkerte mich ein. Nein! Ja. Naja. Dann wurde ich mit noch einigen anderen verbrannt. Oh, ich weiß. Oh, die lebenden Fackeln. Ja. Ja, das war der blödeste Tod, den ich je erlebt habe. Wirklich? Abgesehen davon, dass ich mich fürchterlich blamiert habe. Wie blamiert? Naja, stellen Sie sich vor, wir wurden alle angezündet. Ja, och, ich sehe es. Die anderen brannten. Welche Freude. Verstehen Sie? Ich sehe es. Nur ich zischte, stank und brannte. Och, nicht. Nein, ach, Sie armes Wesen. Ja, wir haben alles probiert. Alles, doch ich konnte und konnte und konnte nicht Feuer fangen. Ach, das tut mir so leid für Sie. Ich hatte Wasser in den Beinen. Ach so. Na dann. Das war eine einzige Blamage. Verstehe. Na, jedenfalls danach zog ich es vor, mich zu Tode zu schämen. Ja, das ist ja selbstverständlich. Und Sie? Wie haben Sie die Welt verlassen? Ach, puh, weiß gar nicht mehr. Ich habe etliche Leben gelebt, aber ich weiß, dass es mir nie gelungen ist, von reichen Eltern geboren zu werden. Immer waren es Arme. Das nennt man Pech. Nur ein einziges Mal verschaffte ich mir durch Protektion reiche und vornehme Eltern. Lassen Sie mich nachdenken. Es war in Paris im Jahre 1572, am 24. August. Ich kam etwa um 6 Uhr abends zur Welt. Moment. Der 24. August 1572? Ja. Ich kam etwa um 6 Uhr abends zur Welt. Am 24. August 1572? Ja. Um mich nichts als Prunk und Luxus, vornehme Eltern. Vornehme Verwandte, ich lag in Seide, rieb mir zufrieden meine Säuglingshändchen, grunzte, schrie wie ein gesundes Neugeborenes. Die Sonne ging herrlich unter. Das Geschirr aus Gold, es glitzert. Und ich rechnete mir aus, wie teuer ich das alles verkaufen kann, wenn ich es mal erbe. Ein kluges Kind. Ja, und dann kam die Nacht. Wie? Einfach so? Ja, eine wunderschöne, laue, sommerliche Bartholomäusnacht. Ja, ich wusste, der 24. August 1572. Ja. Und der Papa war ein Hugenotte. Ja, auch ich wurde ermordet, ein Neugeborenes mit dem Wiegenband erdrosselt. Nur das ist aber Pech.
geboren werden und gleich in weiblicher Linie aussterben. Ich war dann so beleidigt und kam lange nicht mehr zum Vorschein. Ja, auch ich steckte nicht lange in der Haut eines Menschen. Einige Zeit lang lebte ich als Fliege. Wie bitte? Jawohl, aber eine kulturinteressierte Fliege. Mhm. Ich machte auf Bilder. Ein paar gut platzierte Punkte und aus einem Monarch wurde eine Bäuerin oder umgekehrt. Je nachdem, was für eine Philosophie in der Familie herrschte. Oh, mein Kompliment. Danke, danke. Aber ich flog auch in die Badezimmer. Und ich könnte Ihnen Dinge erzählen. Ja? Leider hat mich eine Schwalbe verschluckt. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Danke, danke. Und wie geht es Ihnen heute? Ja, von allen meinen Leben gefällt mir das augenblicklich eigentlich am besten. Ja, es ist sicherlich nicht das Schlechteste. Die Leute schimpfen zwar, aber das kommt davon, dass sie nicht wissen, wer den heutigen Zustand verschuldet hat. Mhm. Dabei sind es nicht nur allein die Menschen, die es verschuldet haben. Sondern Europa. Europa war seit jeher ein wenig unsolid und stand unter dem Einfluss von einem Mannsbild. Oder Weibsbild? Schon damals, als sich Zeus als Stier verkleidete und Europa entführte. Das war ein Skandal. Dann hielt es Europa mit Cäsar. Im 15. Jahrhundert mit den Päpsten. Dann mit Napoleon. Und nach 1918 musste Europa mit Wilson kokettieren. Mit wem? Mit Wilson, wegen der 14 Punkte. Ah ja? Ach ja! Hm. So, aber jetzt hat wieder jemand ein Auge auf Europa geworfen, nicht wahr? Aber Europa will ihn nicht. Europa ist schon alt. Wird zwar von vielen kuriert, doch was nützt das? Eine solche Behandlung ist doch nicht das Richtige. Und jetzt ruft Europa! Das sind ja Sachen. Was soll man machen? Denn diese Sachen sind doch nicht zum Lachen. Man kann so Sachen wirklich nicht machen. Denn diese Sachen dürfen nicht geschehen. Nun, denn ihr Leute wisst, unser Erdteil ist krank und muss sich sehr fretten. Europa einst so prächtig, mächtig und doch schmächtig, soll nun der Rumbar retten. Ärzte stolzieren vor Europas Türen, doch werden sie verlieren viel Zeit mit ihren Jugendelixieren, die einfach nicht reüssieren. Sommer, Herbst und Winter und auch im Lenz gewährt Europa dem Arzt Audienz. Und es ist schon halb im Delirium, beruft es dann nach Genf ein Konzilium. Glaubt die Doktoren der Medizin, könnten sie aus der Patsche ziehen. Doch die Ärzte machen es hin, nickend und kopfschüttelnd versuchen sie ihr Glück mit einer Trödeltherapie. Europa, das Bleiche, gleicht Sie verschreiben Salbei gegen Katar, kassieren als Honorar $10 und gehen in die Bar. Europa ruft. Schändliches Palaver! Man tanzt Rumba auf meinem Kadaver. Das sind ja Sachen, was soll man machen? Denn diese Sachen sind doch nicht zum Lachen. Man kann so Sachen wirklich nicht machen, denn diese Sachen dürfen nicht geschehen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind mit Ihrer Fantasie die besten Bühnenbildner. Stellen Sie sich vor, jetzt geht der Vorhang auf und Sie sehen Europa als Frau gemalt. Leute, ihr sagt, ihr kennt diesen Kontinent. Wir wollen ihn euch zeigen. Europa einst so prächtig, mächtig und doch schmächtig. Es hat chronische Leiden. Da gibt's keinen Pardon. Das hat
Sieh nun davon, denn diese Weibsperson verstieß schwer gegen den guten Ton und verlor die Fasson. Im Kopf, da spuckt Europa da und hie, die Republik oder die Monarchie. Und dabei klagt es, ach, am rechten Bein, da ist mein schöner Stiefel viel zu klein. Daran, dass Europa Schmerzen plagen, am Rumoren im Magen ist wohl schuld die Wanderniere. Besser wird's, wenn man ein bisschen badert und Franken von da dorthin verlagert. Hier taucht sie ins Mittelmeer, hier brennt ihr Kittel. Mit dem Funken läuft Tante Albion, die einst Reiche, ihr davon. Heute bellt kein Hund mehr danach. Und Europa weint leise vor sich hin. Oh Jammer, auch England ließ mich im Stich. Das sind ja Sachen, was soll man machen? Denn diese Sachen sind doch nicht zum Lachen. Man kann so Sachen wirklich nicht machen, denn diese Sachen dürfen nicht geschehen. Schon im Jahre 1934 entfesselte sich um das befreite Theater und das Stück Der Henker und der Narr eine breit angelegte Kampagne der deutschnationalen Presse. Auch von Stoßtrupps der Nazis unterstützt. Wachsmann und Wehrig wurden ununterbrochen mit Beschimpfungen und faschistischen Drohungen traktiert. Unter dem Vorwand, das Stück beleidige das nationale Empfinden, das Andenken an die für die Freiheit der Nation Gefallenen und überhaupt alles, was jedem Patrioten das Allerheiligste bedeute, Wachsmann, Wehrig und Jeschek haben sich nicht einschüchtern lassen, haben weiter gekämpft, da sie wussten, dass weit und breit keine Wendung zum Besseren wahrzunehmen ist. Aus ihrem satirischen Schauspiel Die schwere Barbara von 1937 stammt das Lied »Ich lasse mir nicht nehmen den Sinn des Lebens«. Ja, es ist wirklich vor 84 Jahren geschrieben. Diese Welt blickt nur und zu allem nickt nur, genießt das höchste Ansehen, geschätzt als Ehrenmann. Und solchen Spatzenhirnen könnt sowas genügen, doch werden sie nervös, lassen wir die Wahrheit hören. Ich lasse mir nicht nehmen den Sinn des Lebens, anstatt zum Ringereigen bin ich zum Kampf bereit. Hört her, ihr edlen Herren, hört, was wir euch sagen. Der Ringelreigen endet, der Kampf ist angesagt. Seid nicht so taub, ihr Leute, hört an unsere Kunde. Wir wollen euch nur warnen, das schwören wir unverblüht. Ihr habt gar keine Ahnung, doch Spitzbuben gibt's hier, die übers Ohr euch hauen, Betrug in großem Stil. Ich lasse mir nicht nehmen den Sinn des Lebens, anstatt zum Ringelreigen bin ich zum Kampf bereit. Seid nicht so taub, ihr Leute, hört an unsere Kunde. Wir schwören, wir wollen euch heute nur warnen und nicht mehr. Drei Polizisten stritten auf der Straße, wer die Wache auf der Polizeistation halten sollte. Weil sie sich nicht einigen konnten, blieben sie alle drei weinend auf der Straße vor der Station stehen. Die drei Polizisten waren Jeschek, Wachsmann und Wehrig. Und die verlassene Station, die Tschechoslowakei von 1939. Thank you.
Die satirischen antifaschistischen Theaterstücke des Befreiten Theaters Prag wie Welt hinter Gittern, Faust aufs Auge, Die schwere Barbara, Vorder- und Kehrseite und die Lumpenballade sind die erfolgreichen Stücke des Trios Wachsmann-Werich-Jeschek nach 1936, die zum Verbot des Befreiten Theaters Prag führten. Jiri Wachsmann wurde 1938 seine jüdische Herkunft und demzufolge absichtliche wiederholte Störungen von guten internationalen Beziehungen zu Deutschland vorgeworfen, die mit der Funktion eines Theaterdirektors nicht zu vereinbaren sind, und aufgrund dessen wurde ihm seine Lizenz, das Theater zu betreiben, mit sofortiger Wirkung entzogen. Wachsmann und Werich haben über die politische Situation Mitte der 30er Jahre Folgendes geschrieben. Am liebsten würden wir für unser Theater lauter wilde Fantasien oder närrische Possen und absurde Märchen schreiben, denn wir sind überzeugt, dass die Bühne geschaffen wurde, damit auf ihr Ereignisse abrollen, die möglichst ungewöhnlich und so weit wie möglich von dem entfernt, was wir graue Wirklichkeit zu nennen gewohnt sind. Aber leider leben wir in einer Zeit, die durch ihr Alltagsgeschehen eine übermächtige Konkurrentin dieses idealen Theaters geworden ist. Unsere Fantasie reicht nicht aus, um ein Textbuch zu verfassen, dessen Situationen und Figuren neben den Geschehnissen und den Hauptdarstellern des öffentlichen Lebens bestehen könnten. Mordtaten am helllichten Tag, blutige Schauergeschichten, unaufhaltsamer Aufstieg von Diktatoren, Komödien und Absurditäten wurden zur grauen Alltagswirklichkeit. Wir begnügten uns mit Analogien zu Situationen des gegenwärtigen Lebens und wir bemühten uns, so eindringlich wie nur möglich darzustellen, wie Diktatoren geboren werden und wohin ihr Weg sie notgedrungen führen muss. Wir sind überzeugt, dass selbst wenn alle Bühnenautoren dieser Welt die Verpflichtung eingingen, ausschließlich Stücke gegen die Diktatur zu schreiben, ihre Zahl noch immer viel zu gering wäre. Aber die Hoffnung, dass alles auch einmal ein Ende haben muss, haben wir nicht aufgegeben. Die Sintflut. Es gab schon einmal Tage, wo Urgroßvater Noah sehr bangte. Platz ist nicht vorhanden, so kommt man wirklich gar nicht mehr weit. Falls diese Sintflut kein Ende nähme, überlebt hier nicht mal die kleinste Biene. Er schaute in die Ferne, sein Vollbart flatterte weit über Jack. Er muss dran denken, es kreuzen sich wieder die Finken. Das sind verdammt harte Zeiten, wenn sich vermischen.
Menschen, die ganzen Rassen. Vorige Woche besucht der Maulwurf die Giraffe und auch die riesige Schlange wird heiß geliebt von einer Henne. Aufgeregt, nun rennt er übers Deck der Arche mit aller Wald, liegt er im Streit. Bis die freche Möwe pickt ihn in die Birne und hämisch lachend zu ihm sagt: Hey, alter Knabe, auch jede Sintflut hat ein Ende. Nichts wird ewig so bleiben und dann verschwinden all unsere Leiden. Heut gibt's keinen Noah, doch schlechte Zeiten sind wieder nah. Europas Bürger fürchten, dass eine neue Sintflut jetzt naht. Falls diese Sintflut nicht bald endet, der europäische Gedanke sich verfremdet. Die Genfer Friedenstaube hockt ratlos in der Laube und schweigt. Es ist ungedanken, dass wir uns hier so verranken. Hüten wir uns vor schlechten Zeiten, dass jemand wieder will reine Rassen. Es wäre mühsam, zu grüßen nur mit dem rechten Arm oder auf bloßem Wink von oben unserer Kultur wieder zu verbrennen. Vor solcher Drohung dürfen wir nicht kuschen, wir haben heute keine Angst. Egal, wer himmlisch lacht, Zähne und Sinne wetzt, dem gilt heut unser Refrain. Hey, alter Knabe, auch jede Sintflut hat ein Ende. Nichts wird ewig so bleiben und dann verschwinden all unsere Leiden. Die Wahrheit, dass das äußere Erscheinungsbild eines Menschen irreführend sein kann und manchmal auch ist, genauso wie die Tatsache, dass die Menschheit getäuscht sein möchte, zeigt sich im Lied von Waxmann, Wierich und Jeschek »Kleider machen Leute«. Zwei Frauen, Pelea und Melisa, warten vor dem Rathaus auf die Ankunft von Mitstreiterinnen der Vereinigung. Wir sind nicht von gestern. Salbe, noch keiner hier? Salbe, keiner. Wir warten noch. Oder locken wir die mit unserem Vereinsgesang herbei? Ich bin der Meinung, es wäre angebracht, ein Lied zu singen, an dem sich die heutige junge Generation ein Beispiel nehmen könnte. Ja, ganz richtig. Damit sich die besagte Junggeneration endlich bewusst werde, dass man nicht ständig mit einem zynischen Lächeln um die Lippen, sondern eben ganz anders sein müsste. Das nenne ich ein Wort. Ich habe einen schönen Artikel in der Zeitung gelesen. In der Zeitung? Heute? Einen schönen Artikel? Einen wunderschönen. Naja, möglich ist alles. Über eine Vatermörderin. Ach, das ist wieder was anderes. Und in diesem Artikel hat der Journalist so eindringlich darzulegen versucht, dass sozusagen die heutige Jugend und jene Vatermörderin viel gemeinsam haben und das ein Zeichen der Zeit sei und zum Nachdenken zwingt. Vielleicht wollte er damit nur sagen, dass die heutige Jugend zum Nachdenken gezwungen werden soll. Die faulenzt nur. Natürlich. Natürlich, die faulenzt nur, die Jugend. Mhm. Treibt sich ziellos herum, aus Langeweile macht sie dort und da was kaputt. Ja. Hat keine Lust zu arbeiten und bleibt lieber arbeitslos. Schau dagegen einmal die älteren stattlichen Herren an. Die können kaum mehr gehen, aber ins Büro gehen sie. Oder sie werden gefahren. An denen sollte sich die Jugend ein Beispiel nehmen. Aber woher denn? So ein fürwitziger Jüngling erdreistet sich schon mal, zu diesem älteren Herrn hinzugehen und zu sagen: Bitteschön, ich habe die nötige Qualifikation, ich könnte bereits Ihre Arbeit machen. Und der ältere Herr antwortet ihm wohlwollend: Nein, junger Mann, dafür sind Sie noch viel zu jung. Gehen Sie mal schön an die frische Luft. Er weiß, was die Jugend braucht. Sonne, Wasser, frische Luft. Doch nur Fremden gegenüber ist der ältere Herr so entgegenkommend.
Bei seinen eigenen Leuten hingegen, da ist er streng. Und wie? Da lenkt er mit eiserner Hand die Geschicke der Familie. Und wenn er jemanden in dieses stickige Büro aufnimmt, dann nur seinen Verwandten. Ja, das nenne ich spartanische Erziehung. Zwar bin ich eher für römische Werte in diesem Punkte, jedoch stimme ich mit ihm überein. Ich glaube, es wäre das Beste, ein aufmunterndes Sprichwort zu finden und es zu vertonen. Oder das zu verpfuschen. Also zufällig fällt mir so ein Sprichwort, Entschuldigung, zufällig fällt mir so ein Sprichwort ein, das mein Onkel stets zitierte. Er war Milchmann, ja? Und er sagte immer, ungern geht die Ziege zum Markt, doch sie muss. Aha. Und warum? Warum er das sagte? Weiß ich nicht. Nein, warum die Ziege zum Markt muss. Also nee, das hat er mir nicht verraten. Also mir leuchtet der Sinn dieses Sprichworts nicht ein. Ja, das dürfte wohl bei vielen so sein. Man sagt es, dann nickt man, man fügt hinzu, so, ach ja, so oder ach was. Da fällt mir auch ein prägnantes Sprichwort ein. Lieber reich und gesund als arm und krank. Ja, ja, ja. Wer anderen eine Grube gräbt, ist ein Gastarbeiter. Na, so finden wir kaum ein passendes Sprichwort. Haben Sie vorhin den Abgeordneten gesehen? Meinen Sie die Person in der Kutte? Ja, der war's. Ach, wieso habe ich ihn nicht erkannt? Weil Kleider Leute machen. Haben wir nicht das gesuchte Sprichwort? Oh, aber ja, Musik! Musik! Traurig ist's oder fast schon zum Lachen, dass Bütten aus Pfaffen Kohlenträger machen. Traurig ist oder fast schon zum Lachen, dass Koten Mönche Rüstungen Ritter machen. Wahr ist es von alters her, Kleider machen Leute, wer sie nicht hat, hat's mit den Leuten meistens ziemlich schwer. Solange wir nackig sind, wie ein neugeborenes Kind, werden die Armen und Reichen stets einander gleichen. Nach dem Rock schätzt man Männer und Frauen. Lügnern in einem Frack schenkt man Vertrauen. Denn es ist nun mal wahr von alters her, Kleider machen Leute, wer auf sein Glück in Lumpen wartet, täuscht sich meistens sehr. Schätzt man Männer und Frauen, Lügnern in nem Frack schenkt man Vertrauen. Denn es ist nun mal wahr von alters her, Kleider machen Leute, wer auf sein Glück in Lumpen wartet, täuscht sich meistens sehr. Obwohl sie Juristen waren, haben Wachsmann, Werich und Jeschek ihre Gedanken lieber durch poetische Lyrik ausgedrückt. Eine der schönsten Metaphern über das Leben, die Liebe und den Tod beinhaltet das Lied aus dem Schauspiel Die Welt hinter Gittern. Das Leben ist nur ein Zufall. Dass das Leben nur ein Zufall ist, einmal unten, einmal oben sein, dass das Leben dahin fließt und der Tod ist.
ein offener See. Jeder kommt zum See mal an, einer früher, einer später dann. Wer im Leben lieben darf, der Hoffnung niemals verliert. Wenn du einmal Wunder erleben willst, die nur Liebe herzaubern kann. Goldfische fliegen über Wolken hin, wirst du dann das Leben nur ein Wasser ist, verwandelt durch die Liebe in den besten Wein. Dass die Liebe nur ein Zufall ist, ohne Liebe gibt es kein Glück. Das Leben nur ein Wasser ist, verwandelt durch die Liebe in den besten Wein. Dass die Liebe nur ein Zufall ist, ohne Liebe gibt es kein Glück. Es muss doch einmal für uns die Zeit kommen, ohne dunkle Wolken. Ja, ohne Frust, ohne Hass, und es wird für uns dann auch nur die Sonne scheinen. Überall wird Zufriedenheit herrschen. Und es wird ein Leben kommen voller Liebe. Daran haben Wachsmann, Werich und Jeschek fest geglaubt und hätten sich, wie wir heute von ihnen mit dem Lied »Auf Wiedersehen in besseren Zeiten« verabschiedet. Wir beide, die nichts haben, das Dasein nicht beklagen, wandern die Jahrhunderte hindurch. Die, welche was besitzen, lassen uns erblitzen, wir suchen für uns ein gelobtes Land. Solange noch wie unsere Erde rund, solange noch das Elend ohne Grund. Weitergehen, immer gehen, gehen und gehen. Einen jeden bekümmert, was ihm auch Sorgen macht, und dazu noch graue Haare. Über Sorgen man klagt, die man tief verborgen hat, ob nun Geld oder die Liebe. Teilen Sorgen zu gleichen Teilen, streben nach gemeinsamen Zielen, treffen uns wieder dann, willkommen im gelobten Land, Wiedersehen in besseren Zeiten. Weitergehen, immer gehen, gehen und gehen. Einen jeden bekümmert, was ihm auch Sorgen macht, und dazu noch graue Haare. Über Sorgen man klagt, die man tief verborgen hat, ob nun Geld oder die Liebe. Teilen Sorgen zu gleichen Teilen, streben nach gemeinsamen Zielen, treffen uns wieder dann, willkommen im gelobten Land, Wiedersehen in besseren Zeiten. Thank you.
dass das Leben nur ein Zufall ist. Einmal unten, einmal oben sein, dass das Leben dahin fließt und der Tod ist ein offener See. Jeder kommt und sieh mal an, einer früher, einer später dann. Wer im Leben lieben darf, der Hoffnung niemals verliert. Wenn du einmal Wunder erleben willst, die nur Liebe herzaubern kann, Goldfische fliegen über Wolken hin, wirst du dann verstehen, dass das Leben nur ein Wasser ist, verwandelt durch die Liebe in den besten Wein, dass die Liebe nur ein Zufall ist, ohne Liebe gibt es kein Glück. Das Leben nur ein Wasser ist, verwandelt durch die Liebe in den besten Wein, dass die Liebe nur ein Zufall ist,